Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen zur nächsten Runde Let's Play League of Legends. Fünfer Runde, Abonnentenrunde, heute mit Zed im Jungle. Yo, wir haben gerade auch schon eine Abonnentenrunde gemacht davor, da habe ich auch Zed Jungle gespielt. Aber die war doch schon ziemlich scheiße, die Runde. Naja, Zed Jungle haben wir da gespielt, das war das erste Mal seit langem, wo ich Zed gespielt habe. Jetzt habe ich so ein bisschen besser wieder die Mechanics drauf, wir müssen gleich mal gucken, wie die Runde läuft. Aber wenn man so einen gewissen Punkt erreicht hat, was Items angeht, was Farm angeht, dann ist man ziemlich stark, ein gewisses Level. Dann geht's ab. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig, da verlieren wir relativ viel Leben, da muss man schon einen guten Pull und sowas kriegen, wir werden es gleich sehen. Und hoffentlich wird die Runde besser, aber gerade hatten wir halt quasi jede Lane verloren. Und ja, da wird's dann natürlich schwierig, auch als Jungler, wenn du da mal einen falschen Step dann machst, dann ist auch direkt wieder irgendwer tot oder sowas, deswegen. Einfach gerade eine schwierige Runde, haben die dann surrendered, weil es einfach, ja, ich sag mal, aussichtslos war, da hätten die anderen schon echt harte Fehler machen müssen. Aber naja, diese Runde wird bestimmt besser und sind auch gleich schon im Game, so wie ich das sehe hier. Trash ist gleich fertig und dann werden wir gucken. Weil ich finde so ein bisschen, am Anfang mit Zed Jungle, der braucht doch relativ lange, um die Camps zu clearen. Und da verschwendet man am Anfang ein bisschen viel Zeit. Und je länger man natürlich braucht, desto mehr Damage bekommt man von diesen Kackviechern. Aber ansonsten macht er schon Spaß. Man muss natürlich so ein bisschen Mechanics damit lernen, vor allem was halt den W angeht und sowas. Und ja. Ja, Shyvana hat gerade schon top gegen eine Diana gespielt und verschissen. Naja, wird wahrscheinlich diesmal besser. Ich schreibe mal rein, kann ja nur besser werden. Oh. Ach, die Diana ist in der Mitte. Die Diana ist doch in der Mitte und die Nidalee ist auf der Toplane. Dance, 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 dance. Wir fangen einfach bei der Blue an, weil wir einfach hier unsere Botlane haben. Eigentlich wäre es ganz cool, wenn Swain und Shyvana wahrscheinlich tauschen würden, oder? Kommt Shyvana besser gegen Nidalee an? Lass mal in die Base direkt gehen. So, guten Pull, bitte. Weil dann, wenn wir hier nicht so viel Leben verlieren, dann geht es. Wir leveln, man kann den Q oder den E, das ist scheißegal, ich mache einfach den E fertig, weil der weniger Cooldown hat. Der hat nur 4 Sekunden, der andere hat 6 Sekunden. So. Ich laufe ein bisschen weg, weil guck, dadurch haben wir 3 Hits weniger getankt. So, jetzt können wir Smite Torino. Holen wir uns das nächste Creep. Ich schmeiß schon mal direkt einen Heiltrank rein. Also gerade im letzten Game hatte ich einen besseren Pull. Da haben wir echt bei Blue so gut wie kein Leben verloren. Aber das lag auch daran, dass wir Syndra in der Mitte hatten, die den geslowt hat. Dann ist er nicht an mich rangekommen quasi beim Backsteppen. Aber so ist auch schon okay. Aber ihr seht schon, doch relativ lange Clearzeit hier für die Hülfschen. Aber naja, da haben wir ihn. Und ihr seht, Trank ist ausgelaufen und es fehlt jetzt noch reichlich Leben. Deswegen ballern wir direkt den nächsten Trank rein. Also einen Trank werden wir am Ende noch haben, hoffe ich. Jetzt bei der Red nicht so viel verlieren. Wen haben die denn im Jungle? Den Bär. So, ich pull den einfach hier mal in den Busch rein, schmeiß direkt den nächsten Trank rein. Und ihr seht, wir verlieren hier doch ganz schön viel Leben. Fehlt uns noch ein bisschen, dann können wir jetzt smiten. Zack, mit dem Q holen wir die dann. Und dann gehen wir hoch, ganken. Zack. Geh hoch, schmeiß den nächsten Trank rein. Guck mal, wir haben sogar noch nicht mal mehr einen danach übrig. Nice. Ein Kill, Bitch. Weiß nicht, warum er da jetzt geflasht ist, ob er den Kill haben wollte. Oder warum er da jetzt geflasht ist. Es war ein bisschen greedy, dass er da nicht gestorben ist. Es war mehr Glück als sonst irgendwas. Der Flash von der Nida war richtig schlecht.
Lol, der Tower hat aufgehört zu schießen. Den holen wir uns auch noch, den Penner. Oh, der hat uns gesehen, glaube ich. Oh, seine Passive geht nicht an? Was? Ich wollte die Passive wenigstens haben. Das war schlecht, dass ich mit dem W angefangen habe. Jetzt sollte Shyvana eigentlich teleportieren. Ja, dann lasse ich das hier so. Zack. Aber ihre Lane pusht eh, weil sie mehr Creeps hier hat. Schade, ich dachte, ich krieg wenigstens vom Volley noch die, die Passive, aber leider nicht mehr. Das war schlecht, ich habe wirklich mit dem W angefangen, das war doof. Ich hätte einfach slowen und mit dem W immer aufsparen, finde ich. Also ich bin jetzt nicht der große Set-Spieler, muss ich einfach auch sagen. Ich spiele den wirklich selten, ich habe den damals zweimal gespielt, als der rausgekommen ist. Dann kann man nämlich immer schön hinterhergehen, wenn man den W noch hat. Wenn er zum Beispiel wegflasht oder so. Und dann kann man wieder den Slow von der Red drauf bekommen, wieder den Slow von der E und so. Deswegen. Also das finde ich jetzt so. Klar, wenn man den W direkt macht, kann man dadurch diesen Damage-Output vergrößern. Weil man dann schön, ja, quasi die doppelten Attacken ja dann hat. Dann ist man ja immer zweifach hier so, ne? Aber naja, so kommen wir schon ganz gut klar. Sind Level 4, sind vom Level her wirklich gut, weil wir oben ein paar Creeps abfarmen konnten, haben First Blood bekommen. Das läuft schon besser als gerade. Shyvana ist, Diana ist eigentlich sehr stark gegen den Midlaner, gegen Swain. Ich habe irgendwie die Namen im Moment echt ein Problem mit, weil es auch nicht, mein Kopf hängt irgendwie. Brain Leck. So, jetzt werden wir auch hier im Jungle. Also wir haben jetzt dadurch, dass wir den Gank oben so wegbekommen haben und dadurch relativ viel Farm und so bekommen haben, relativ hohes Level haben, muss ich echt sagen, haben wir... Oh, der müsste einfach kiten. Er müsste schießen. Schieß doch drauf. Nein! Egal, wir haben den Flash bekommen. Schade, dass wir da nicht bekommen haben. Wer ist denn gestorben in der Mitte? Diana, nice Swain, Level 6 Swain OP, wa? Da war jetzt gerade das Problem, unser ADC wurde nicht angegriffen und hat auch nicht angegriffen selbst. Und wenn man selbst ja nicht fokussiert wird, dann muss man alles drauf haben, was ihr habt. Ich sag's euch, Leute, als ADC vor allem auf der Botlane, wenn euer Support fokussiert wird, dann haut alles drauf, was ihr habt. Weil ihr könnt ja in dem Zeit, lauft nicht weg. Ihr könnt ja weglaufen, indem ihr kitet. Das heißt, Auto-Attack laufen. Also das geht jetzt ohne Creep nicht. Aber das müsst ihr einfach machen dann, weil sonst lasst ihr einfach euren, ja, Supporter für Nüsse sterben. Und dann nicht mehr so geile Nüsse, so Gewürznüsschen, sondern einfach nur, ne? Ne, das ist einfach, das müsst ihr lernen als ADC kiten. Könnt ihr mal Video bei mir auf der Leinwand, also hier auf dem YouTube-Channel, Tipps für ADC. Ich bin zwar nicht ein guter ADC, aber ich habe versucht, da so viele Tipps wie möglich zu geben für die Botlane. Guckt euch das nochmal an, wenn ihr da ein paar Tipps haben wollt, wie man vernünftig spielt als ADC. Ich versuche da alle Tipps zu geben, die es so quasi gibt, ne? Guckt euch das wirklich mal an und dann funktioniert das auf der Botlane wirklich besser. Also das war gerade wirklich Fehler Nummer 1 Botlane, den ich da gesehen habe. So, wir kaufen das, wir verkaufen das, kaufen das. Kaufen dies. Sehr schön. Das sieht gut aus. Wer ist gestorben? Oben. Toplane wieder am Feeden oder was? Toplane wieder am. Ah, okay, das Mikro ist so im Weg. Feeden oder was? Ach komm, scheiß drauf. Ich hab keinen Bock, das nochmal zu korrigieren. Erstmal trollen. So, zack. Wir nehmen die Blue, weil wir ein Assi sind. Weil ich die einfach haben will. So, wir pinkwarden hier diesen Busch. Bringen den eben hier rein. Pinkward hier in dem Busch ist sehr gut. Pinkward in dem Busch ist auch sehr gut. Hätte den, glaube ich, ulten können. Meinte, ich hätte den bestimmt ulten können, oder? Ich hole mir jetzt erstmal unsere Red. Die Blue von denen ist ab. Ah, da würde ich auch echt gerne hin. Aber wir holen uns jetzt erstmal die Red, komm. So, wo auch noch ein Pinkward gut ist, ist hier in dem Busch. Da könnt ihr auch einen gut reinstellen. Und Pinkward sollte man echt kaufen, so wie wir jetzt gerade. Einfach die 100 Gold, auch die Sweep direkt tauschen. Und jetzt immer Wards mitnehmen, damit man einfach Vision auf die Map bekommt. Und ich sag euch, ihr gewinnt mehr Spiele als vorher. Es ist einfach so. Mit relativ wenig Leben, aber ich gehe einfach mal hoch.
Komm nicht hoch. Nein! Der Auto-Attack! Habt ihr den Auto-Attack gesehen? Der Auto-Attack. What the fuck? Der Auto-Attack ist von hier. Hat die mich hierhin Auto-Attackt und ich bin. Und der hinten ist der hingeflogen. Da fuck. Meine Fresse. Ja, Chivana hat den Kill geholt, weil das Wichtige ist einfach, ich hatte den Double Buff und den Nidalee mit Double Buff oben, das wäre echt ein Spaß für unseren Top-Laner geward. So, wir nehmen jetzt auch hier wieder einen Ward mit, das passt sehr gut vom Gold her. Der Autotech ist 15 Meter geflogen, ey. Was ist das denn, ey? Der ist ja wirklich, sie stand hier, Autotecht uns hier und dahin sind wir hier hinten hinweggedasht mit unserem R. Man kann ja da wieder dann zu sich, wo man die Ulti ausgelöst hat, zurück hin. Dammit. Das ärgert mich gerade ein bisschen hart, dass ich die Blue Flying und die Red verschwendet habe. Und wir haben Assist bekommen. Gut. Wir haben wenigstens den Assist bekommen. Ja, das war gut, dass sie den Double Buff da abgenommen hat. Ey. Das wäre sonst für sie echt ein Spaß geworden. Guck, unser Midlaner hat auch einen Pink direkt geholt, da reingesteckt. Klar ist der jetzt direkt geklärt worden. Das ist schade, dass jetzt der wirklich gerade daher kommt, der Volley. Aber ja, ist dadurch am Leben, ne? Und 100 Gold, 4 Creeps kriegt er schon in der Zeit, wo er normalerweise tot wäre. So, da ist ein Volley bestimmt. Ich brauch Ult und die habe ich erst in 16 Sekunden wieder. So, meinten wir jetzt hier einfach. Zack, den E leveln als nächstes. Wir haben erst den Q gelevelt. Ich hab Ult. Oh lol. Gut, er hat sie noch bekommen. Ich wollte nur nicht wegkommen lassen. Deswegen bin ich jetzt geflasht und habe geultet. So, wir pushen jetzt mit ihm hier die Lane raus. Damit die Creeps unterm Tower kaputt gehen. Ach, er will den Tower auch noch pushen. Dann machen wir da auch noch ein bisschen weiter. Gut, Ulti haben wir nur noch einmal auf Cooldown bekommen. 5 Sekunden Cooldown. Nice, der kommt da noch weg. Hätte er mit uns Auto-Attackt, hätten wir den Tower schon. Die sind unten weggekommen, sehr schön. Das war gut gespielt von denen. So, Tower haben wir geholt. Nein! Nein! Okay, wir haben einen Kill geholt. Verdammt! Wir haben unsere Ult-Scheiße gesetzt, so dass wir nicht wegkamen. Und ich hätte es nicht mehr, glaube ich, geschafft, bis hier hinzulaufen, um da mit dem W drüber zu dashen. Leider, leider nicht mehr. Und das ist jetzt gerade blöd, wir haben gerade zu wenig Gold, weil ich will hier auf jeden Fall. Naja, kaufen wir die beiden Sachen, dann müssen wir gleich nochmal in eine Base gehen, wenn wir das haben. Verdammt, dass da drei kamen. Zwei wäre perfekt gewesen. Zwei hätten wir killen können. Aber dass die Diana noch da war, das war echt ein bisschen ärgerlich. So, wie lange braucht unsere Blue? Die kommt jetzt so gleich wieder. Tower haben wir, Vorteil, einen Tower haben wir, die Gegner haben noch keinen, sehr gut. What haben wir noch im Inventar? What haben wir noch im Inventar? Wir hätten Drachen machen können, ganz easy peasy. So, er hat wieder einen Pink. Da ist auch eine sehr gute Position für einen Pink, wo der Midlaner den aufgestellt hat. Da. Das gleiche gilt für die andere Seite natürlich auch immer. So, leveln das hier aus. Red dauert noch 30 Sekunden. Deswegen holen wir uns den ja auch noch vorher. Müssen wir ein bisschen auf. Hier ein bisschen farmen, weil wir unsere Conservation die ganze Zeit noch haben. Zack. Wards sehen gut auf dieser. Also, das war das Problem auch beim letzten Mal bei dem Team. Da hatten wir einfach auch keine Wards auf der ganzen Map. Und jetzt ist es schon gut. Aber es liegt auch ein bisschen daran, dass unser Midlaner am Warden ist. Dass der sich da einen hinstellt, da einen hinstellt. Und guck mal, dadurch direkt der Gank von Diana. Nichts kann da drin stehen bleiben, verschwendet die Zeit. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Also, so läuft das auf jeden Fall. Halt.
Ah, ich komme nicht da vernünftig zum Helfen hin. Eieiei, schade. Läuft ganz gut, wir kaufen jetzt gleich hier unser, wie heißt es, Bilkwater oder wie es heißt, kaufen wir uns gleich. Dann können wir damit auch die Leute slowen, also das ist echt ein gutes Item für Sette, sollte man auf jeden Fall in Erwägung ziehen, es zu kaufen. So, zack. Danach könnten wir einen Brutalizer kaufen, gucken wir einfach mal. B, B, och, unten muss abhauen, unten muss abhauen. Oh, Bot. Oh lol, sterben beide da. Scheiße, wir kaufen die Vierer Boots und wir kaufen noch ein bisschen Damage. Geh schon mal ein Stückchen raus hier. Oh lol. Ein Millimeter zu weit vom Captain vom Deck bewegt. Oh lol, Swain hat kein Mana mehr, ey, schade. Hätte er Mana, er könnte quasi... Jawohl! Er kriegt ihn, er kriegt ihn. Ja, wenigstens das. Fuck it. Ich hab das Item auf der falschen Taste gehabt. Ah, damn it. Ich habe auf meine Pots gehauen. Und nicht auf der Bilkwater oder Cutlass heißt das, ne? Cutlass. Scheiße. Level 11 gewesen hätte man gehabt, ja, dann wäre er dafür gestorben. Schade. Ah, da werden wir eh nicht hinbekommen. Ah, der mit der Tower steht noch. Und der Volley natürlich, deswegen konnten wir jetzt nicht einfach diven. Was geht denn die oben? Okay, die geht auf AD. Ich hole mir jetzt hier mal eben ein bisschen Leben wieder. Fightet! Boah, das war so knapp, ne Leute. Wäre fast geflasht dafür noch. Also nicht um den Kill zu bekommen, sondern um ihn da zu retten. War das knapp, ey. Soll hier ein bisschen Sachen klauen. Fuck, ist die Blue up? Nee, ne? Och. Scheiße, ich hab Ackles gewardet. Oh, sehr schön, haben wir es auch weg. Cloud. Und jetzt haben die auch keinen Timer da drauf. Nice. Nimm Swain. Soll ich hier einkaufen? Wir kaufen. Nee, ich glaube, wir kaufen hier erstmal Hextrinker. So, zack, Hextrinker. Und danach. Wir sparen, glaube ich, ein bisschen, oder? Wir haben unseren Pink steht immer noch, das seht ihr. Wir nehmen jetzt hier noch einen Ward mit. Wir nehmen noch ein bisschen Attack Speed mit. Wir kaufen Borg erstmal zu Ende. Da ist die Runde, läuft echt ganz gut. Unser Farm ist gut. 3-2-1 ist auch okay von den Stats her. Also das läuft. So, ich lege mir den Ward mal da oben drauf. Willst du die nicht haben, Swain?
Weg bin ich. Nice. Mach eben den Ward weg, den haben nämlich einen hier reingestellt. Heil mich, du Kack-Ward. Wie er ihn nicht bekommen hat. Wie er einfach viel zu früh gesmited hat. Doppel kommt da. Leute, ich brauche hier Hilfe. Zumindest irgendwas, was tankt. Danke, Swain. Hab zwar jetzt keinen Smite mehr, aber. Naja. Aber immer noch die Blue, also die kann er jetzt wirklich mal haben. Zack, ne, haben wir denn schon genug Gold? 1300, ne, genau. Ich noch nicht in der Base, sondern holen wir hier erstmal noch ein bisschen was ab. An Gold, wir haben auch noch ein bisschen Conservation auf dem Konto, also von unserem Jungle-Item. Wir haben denn mittlerweile 400 erst, also das ist noch gar nicht mal so viel. Deswegen gehen wir erstmal nochmal durch den Jungle, holen uns die ganzen Sachen hier noch. Freuen unser Red nicht, dass der Volley meint, die Clown zu missen. So, zack, zack. Also wir werden damage-mäßig jetzt weitermachen, weil wir haben den Swain, der tanken kann. Das ist sehr gut, wenn man Swain zum Beispiel jetzt als Midlaner hat in dieser Fallkonstellation hier von uns. Da können wir richtig schön weiter damage. Oh, wie das schon läuft. So, wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Schön Gold ausgeben. Wir haben nämlich unseren Borg zusammen. Als nächstes gibt es hier Brutalizer. Wir nehmen wieder einen Ward mit, Leute. Immer darauf achten. Hallo? Steht zu weit weg von dem Penner im Shop. Und einen Trank nehmen wir auch noch mit. Borg hier wieder richtig legen. Ich hasse das. Wenn mir das passiert, dann benutze ich das Item nicht, weil ich dann die ganze Zeit halt auf die zwei hämmer. Fight! Haha, so ausgesaugt. Triple Kill. Oh, Ende. Was? Wir haben gewonnen. Ja, ja, super coole Runde. Ihr habt gesehen, Z-Jungle kann man richtig gut spielen. Macht auch Spaß. Man muss dann nur so ein bisschen gucken, auch die Mechanics zum Beispiel, dass man mit der Ulti, wenn man die einsetzt, hinterherläuft, dann hinterher ganz wieder zu diesem Standort, wo man die allererste Mal, also wo man zum Anfang die Ulti benutzt hat, zurückspringen kann. Damit kann man echt coole Moves machen, muss man ein bisschen trainieren. Auf jeden Fall, coole Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, liebe Leute.